Fahrradausflug. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und Schorsch frühstücken gerade. Heute ist ein guter Tag für einen Fahrradausflug. Ein Fahrradausflug! Juppie! Peppa und Schorsch lieben es, Fahrrad zu fahren. Peppa hat ihr Fahrrad. Schorsch hat sein Dreirad. Mama und Papa haben ihr Tandem. Was ist das? Das ist unser Fahrrad. Ich sitze hier vorne und Mama Wutz sitzt da hinten. Und wir können noch diese Sitze dran machen für Peppa und Schorsch. Aber wir möchten lieber mit unseren eigenen Rädern fahren. Schorsch ist ein bisschen zu klein. Seine Beine werden sehr schnell müde. Aber ich bin ein großes Mädchen und werde nicht müde. Es wird ein langer Ausflug, Peppa. Bist du sicher? Ja, Papa, ganz sicher. Na gut, sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Hui, ich gewinne. Das ist doch kein Rennen, Peppa. Das ist ein gemütlicher Fahrradausflug. Ja, Papa, aber ich gewinne immer noch. Jetzt gewinnen wir aber. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Peppa, wir haben gewonnen. Nein, habt ihr nicht, Papa. Ich habe ja diesmal gar nicht mitgemacht. Aber jetzt wieder. Mich kriegt ihr nicht. Du freches kleines Schweinchen. Hallo Enten, wir machen einen Fahrradausflug. Hallo Enten. Ach, ich hatte vergessen, wie sehr ich Fahrradfahren liebe. Oh, ich hatte vergessen, wie sehr ich es hasse, bergauf zu fahren. Das Gelände ist ziemlich steil. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Aber seht doch mal die schöne Aussicht. Oh, du liebe Güte, ist das anstrengend. Mama Wutz, du trittst ja gar nicht. Oh, entschuldige, Papa Wutz, ich habe die Aussicht genossen. Peppa und ihre Familie sind oben auf dem Hügel angekommen. Alle Freunde von Peppa sind auch da. Hallo, Peppa. Hallo. Wir wollen mit unseren Rädern ein Rennen machen. Peppa, fährst du beim Rennen auch mit? Oh ja, aber nur, wenn wir bergab fahren. Ja, gut. Peppa und ihre Freunde machen ein Wettrennen den Hügel hinab. Seid ihr alle fertig? Fertig! Ihr fahrt los, wenn ich hiermit hupe. Wie jetzt? Hui. Pedro ist zu früh losgefahren. Stopp, Pedro! Das Rennen hat noch nicht angefangen. Entschuldigung, Herr Wutz. Ich wollte euch doch nur zeigen, wie die Hupe klingt. Nämlich so. Hui! Stopp! Stopp! Entschuldige, Pedro. Diesmal war es mein Versehen. Wenn ich jetzt das nächste Mal hupe, könnt ihr los. Hat er gesagt los? Ich glaube ja. Los, los, los! Fahr los, Peppa. Aber Papa, du hast doch noch gar nicht gehupt. Klausi Kleff fährt vorne weg. Wartet auf mich! Hui! Ich gewinne! Gut gemacht, Peppa! Ja, ich bin sehr gut im Bergabfahren. Für Peppas Freunde wird es Zeit, nach Hause zu fahren. Wiedersehen, Peppa! Wiedersehen! Für uns wird es auch Zeit, Peppa. Mami, ich bin aber müde. Das ganze Bergauf- und Bergabfahren hat meine Beine ganz müde gemacht. Darf ich bei euch mitfahren? Aber wo soll Papa Wutz dann sitzen? Papa kann mein Rad haben. Es ist sehr schön. Oh, na gut. Ich liebe das Tandem. Papa, magst du mein Fahrrad auch? Ja, Peppa. Es ist sehr schön. Baggerland. Peppa und Schorsch fahren heute ins Baggerland. Bagger, Bagger. Schorsch mag Bagger. Und ich mag Bagger auch. Und heute dürft ihr auf großen, echten Baggern fahren. Boah. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen in Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh.
Peppa und Schorsche, rauf mit euch. Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln. Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand. Das macht Spaß. Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voilà! Hurra! Peppa und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapelt die bunte Würfel zu einer Mauer! An die Arbeit, Mama! Jawohl, Peppa! Schneller strampeln, Mama! Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Peppa. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. Schorsch fährt einen Abrissbagger. Oh je, Schorsch hat Peppas Mauer abgerissen. Schorsch, du freches Schweinchen. Hoho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne Strampeln. Mama und Papa Wutz, bitte strampeln. Peppa und Schorsch, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Es gibt Mr. Kartoffelpuppen und Dinosaurier zu gewinnen. Einverstanden, Schorsch. Wir angeln nach dem Dinosaurier. Mehr zu mir, Schorsch. Nein, nein, da lang. Zurück zu mir. Runter, hurra. Wir haben den Dinosaurier. Der Dinosaurier ist zu schwer für den Greifarm. Hohoho, versuch's doch mal. Oh nein, jetzt haben wir eine Mr. Kartoffelpuppe. Die Mr. Kartoffelpuppe ist nicht so schwer für den Greifarm. Da habt ihr aber Glück gehabt und ihr dürft sie behalten. Und das Beste ist, ihr habt euch jeder eine Baggerfahrer-Medaille verdient. Ihr seid der voll ausgebildete Baggerfahrer! Hurra! Danke für den Besuch im schönen Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Tschüss! Wiedersehen! Ich fand es im Baggerland ganz toll, weil wir da alleine Bagger fahren. Stopp! Es ist Herr Bulle. Was ist denn hier passiert, Herr Bulle? Wir bauen hier auf der Straße eine Backsteinmauer. Bagger, Bagger. Herr Bulle, dürfen wir mal mit Ihrem Bagger fahren? Oh, ich befürchte nein. Kinder können noch nicht Bagger fahren. Aber wir waren im Baggerland und wir haben Medaillen. Oh, das ist was anderes. An Bord mit euch. Also ich fahre den Bagger und ihr habt die wichtige Aufgabe, auf die Knöpfe zu drücken. Also dann los. Drückt auf den Knopf. Was? Auf den roten? Nein, auf den grünen. Der Bagger hat die neu gebaute Mauer abgerissen. Tut mir leid, Herr Bulle. Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht Baggern richtig Spaß. Peppa und Schorsch lieben Bagger. Alle lieben Bagger. Das Great Barrier Reef. Peppa macht Urlaub in Australien bei Katinka Känguru. Katinka, es ist ganz toll, hier bei euch zu sein. Ja, ich könnte für immer hier Urlaub machen. Es ist wirklich sehr schön, dass ihr alle hier seid, aber ich muss heute auf jeden Fall arbeiten. Was ist das denn für eine Arbeit, Frau Känguru? Ich bin Meeresbiologin. Was ist das? Ich erforsche Meerestiere, so wie diese kleinen Fische hier. Oh, ein Aquarium. Aber die Fische, die ich erforsche, leben nicht in einem Aquarium, sondern im Meer. Haben die Fische im Meer auch kleine Brücken zum Durchschwimmen und Schatztruhen zum Spielen? Nein, Peppa. Das sind nur so Sachen, um das Aquarium zu schmücken. Wollt ihr alle mitkommen dahin, wo ich arbeite? Ja, bitte. Ich war schon mal da, wo mein Papa arbeitet. Da gab's ein Telefon, ganz viel Papier
und bunte Stifte. Er hat ein sehr schönes Büro. Na, dann findest du mein Büro bestimmt auch sehr schön. Also das hier ist mein Büro. Wo denn? Da, Pepper, das Meer. Ich habe das beste Büro auf der ganzen Welt. Aber wie können Sie im Meer arbeiten? Mit diesem U-Boot hier. Wow. Wollt ihr mitfahren? Ja, bitte. Okay, hüpf rein. Wow! Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Oh. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Pepper. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen, dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals, auf keinen Fall, irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal, kleine Fische. Das sind Clownfische. Clownfische? Die sehen wirklich lustig aus. Guck doch mal da. Ein großer blauer Seestern. Und da ist ein kleiner roter. Und ein stacheliger grüner. Was ist das? Eine Wasserschildkröte. Oh. Hallo, liebe Frau Schildkröte. Wie schön, Sie hier zu treffen. Da könnt ihr mal sehen, was ich für ein Glück habe, in so einem tollen Büro zu arbeiten. Guckt! Eine kleine Brücke, genau wie in eurem Aquarium. Ja, du hast recht, Pepper. Hier ist es fast wie in dem Aquarium. Aber es gibt natürlich keine Schatztruhe. Hast du was entdeckt, George? Sieht aus wie eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Wow! George hat eine Schatztruhe gefunden. Ich sag doch, Papa, hier ist alles ganz genau wie im Aquarium. Ja. Das viele Gold muss ja ein Vermögen wert sein. Ich glaube, da komme ich dran. Aber Sie haben gesagt, wir dürfen nichts mitnehmen. Ich meinte nichts aus der Natur, was hier hingehört. Das stimmt. Diese Goldmünzen gehören hier nicht hin, also müssen wir sie hier wegnehmen. Ah. Und mit dem Gold können wir viel Gutes tun. Ja, damit bezahlen wir noch mehr Meeresforschung. Hurra! Das war ein guter Arbeitstag heute. Wir haben Korallen gesehen und Fische und eine Schildkröte. Was für ein fabelhafter Urlaub. Der sollte nie zu Ende gehen. Aber Sie müssen doch irgendwann wieder nach Hause. Oh, nicht, dass Sie uns nicht willkommen wären. Bleiben Sie so lange Sie wollen. Danke, liebe Frau Känguru. Dieser Urlaub ist der beste. Peppa verbringt einen wunderschönen Urlaub bei Katinka Känguru. Das Segelboot. Peppa und George dürfen mit Opa Wutz segeln gehen. Ahoi und guten Tag, Opa Wutz. Das sind Herr Hengst und Frau Corgi. Sie sind Mitglieder im Segelclub. Hallo, wir wollen nur mal eben kurz segeln gehen. Da sind Sie wohl noch etwas früh dran. Richtig. Sie können jetzt noch nicht segeln gehen. Ja, vielen Dank für diesen Rat. Wir sehen uns dann später. Opa, deine Freunde haben aber gesagt, wir können noch nicht segeln gehen. Ach, die haben keine Ahnung, wovon sie reden. Oh, so ein Mist. Opa Wutz Boot steckt im Schlick fest. Da ist ja gar kein Wasser, Opa. Ja, anscheinend ist Ebbe. Können wir jetzt doch nicht segeln gehen? Doch, natürlich. Das Wasser wird sehr bald zurückkommen. Und dann hebt es das Boot aus dem Schlick. Das Wasser kommt wirklich zurück? Das steht schon mal fest. Das Wasser hebt Opa Wutz Boot aus dem Schlick. Jetzt schaukelt das Boot auf und ab. Wir stechen in See. Ei, ei, Captain Opa. Ahoi und los! Ich liebe es zu segeln. Allzeit gute Fahrt, Opa Wutz. Ist alles klar an Bord?
Brauchen Sie Rat oder Hilfe, alter Junge? Uns geht es hier prima. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Opa, Sie sind viel schneller als wir. Beim Segeln sollte man sich wirklich nicht hetzen. Wir schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln, 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 schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf und ab. Ahoi, Opa Wutz. Wird Zeit, zurückzusegeln. Denken Sie an Ebbe und Flut? Wenn Sie zu spät umdrehen, bleiben Sie noch im Schlick stecken. Da haben Sie recht. Schönen Tag. Beachtet sie einfach nicht weiter. Ich weiß mehr über Ebbe und Flut, als Sie jemals wissen werden. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf. Oh, wir schaukeln ja gar nicht mehr. Das liegt wohl daran, dass gerade Ebbe ist. Stecken wir jetzt im Schlick fest, Opa? Ja, aber wir stecken nur fest, bis die Flut kommt. Die Flut hebt uns wieder aus dem Schlick heraus. Und wann kommt das Wasser zurück? Die Flut kommt morgen früh. Oh. Wir müssen einfach nur auf dem Boot übernachten. Übernachtungsparty! Hurra! Ich werde wohl mal besser Oma Wutz anrufen. Hallo? Hallo, Oma Wutz? Wir drei haben uns entschieden, auf dem Boot zu übernachten. Du meinst, die Ebbe hat dich überrascht? Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe nur... Wir stecken im Schlick fest, Oma. Wusste ich's doch. Es ist ein Abenteuer, Oma Wutz. Wir sehen uns morgen früh, ja? Wo sollen wir denn schlafen, Opa? Hier. Das Boot hat zwei schöne kleine Schlafkojen. Oh. Und ich schlaf heute Nacht mal an Deck. Unter den Sternen. Gute Nacht, Opa. Gute Nacht, Peppa und Schorsch. Peppa und Schorsch schlafen in den Kojen. Opa Wutz schläft an Deck. Die Sterne funkeln am Himmel über ihm. Es ist Morgen. Wir schaukeln wieder auf und ab. Seht ihr, Kinder? Das Wasser ist wieder da. Hurra! Opa Wutz Boot schwimmt wieder. Volle Fahrt nach Haus. Ei, ei, Captain Opa. Wir schaukeln auf und ab. Oma Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Oma Wutz! Amelus! Hallo, meine kleinen Schweinchen. War's schön auf dem Boot? Ja, ja, wir haben im Schlick festgesteckt und am Bord übernachtet. Peppa liebt Segeln. Alle lieben Segeln. Die Doktoren. Es ist Spielzeit in Peppas Spielgruppe. Hörst du das Geräusch? Es kommt von oben aus dem Baum. Es ist die Schildkröte Knirpsi. Freche Knirpsi, komm sofort runter. Ich kann den Baum schütteln, um Knirpsi runterzuholen. Tut ihr das nicht weh, Petro? Keine Sorge, ich bin Super Petro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knirpsi ist auf Petros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Pedro, ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Eine verletzte Nase, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier, meine Nase tut weh. Verstehe. Sag, Du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra! Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem?
Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Petrus' Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktorin. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knirpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre vier Beine in die Luft. Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Können die Herren Doktoren dieser Schildkröte in Not helfen? Nein, ich fürchte, wir können leider keine Tiere behandeln. Oh. Sie brauchen einen Tierarzt. Ein Tierarzt ist ein Doktor für Tiere. Hallo, Dr. Hamster am Apparat. Schildkröte forsch herum, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Also, wo ist die Patientin? Hier, sie ist vom Baum gefallen. Knirpsi, du freche Kröte. Was habe ich dir übers Bäume hochklettern gesagt? Kann sie wieder gesund werden? Ja, drehen wir sie einfach mal um. Hier, so gut wie neu. Hurra! Eine interessante Methode, die Sie da anwenden. Meine übliche Kontrolluntersuchung. Hier kommt Dr. Elefant, der Zahnarzt. Hallo zusammen. Es ist wohl ein Notruf eingegangen. Sind alle Zähne in Ordnung? Ja, danke schön. Ein Zahnarzt ist ein Doktor, der sich um die Zähne kümmert. Dann fahre ich mal weiter. Oje, das Auto von Dr. Elefant springt nicht an. Weiß irgendjemand von den anwesenden Doktoren, wie man ein Auto repariert? Nein. Ich weiß, wen wir anrufen. Hallo, Opa Clefs Autowerkstatt. Ärger mit dem Auto? Ich bin sofort bei Ihnen. Hallo. Hallo. Motor bitte starten. Probier's nochmal. Hier, so gut wie neu. Hurra! Opa Clef ist ein Autodoktor. Es gibt Doktoren für alles, sogar für Autos. Der Karnevalsumzug. Peppa und ihre Familie möchten den Karnevalsumzug sehen. Hallo! Luzi Locke und Mia Maulwurf sind auch da. Hallo Peppa! Wollt ihr auch den Karnevalsumzug anschauen? Ja, ich kann's kaum erwarten. Ich glaube, es wird fantastisch. Mit feuerspeienden Drachen. Und fliegenden Zauberkünstlern. Hoffen wir, dass es wirklich so toll wird. Was ist das? Geht es schon los? Nein, das sind Leute, die die Straße reinigen, bevor der Umzug kommt. Oh, das klingt allerdings ziemlich gut. Sie benutzen Besen und Mülleimer, um Musik zu machen. Der Karnevalsumzug geht los. Hier kommen Herr Bulle und seine coole Band auf Opa Clefs Laster. Und da ist Herr Pony, der Optiker. Hallo. Guckt mal, Petrus auf dem Wagen. Hallo. Hallo, Petrus. Ich bin auch gern beim Umzug dabei. Ich auch. Oh, was ist das? Hallo! Wow, ein Boot, das über die Straße segelt. Es sind Captain Clef und Klausi Clef. Oh, schaut, da ist ja auch Frau Mümmels Rettungshubschrauber. Aber wo ist Frau Mümmel? Frau Mümmel ist die Karnevalsprinzessin. Ui. Sie hat aber nicht viel zu tun. Habe ich recht? Das unterscheidet diesen von all ihren anderen Jobs. Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie mal die Füße hochlegen kann. Hier kommt Mr. Kartoffel. Bitte begrüßen Sie hier unseren Freund, Mr. Kartoffel! Ja! Mr. Kartoffel hat einen großen Luftballon an sein Auto gebunden. Wow! Das ist bestimmt der größte Luftballon der Welt. Paufer, Paufer, behält dich auf der Rad. Mr. Kartoffel kommt heute in die Stadt.
Oh je, das Band ist abgerissen. Ah, meine Ballon! Es ist okay, ich hab ihn. Er fliegt mit mir davon. Hilfe! Wir müssen den Rettungsdienst alarmieren. Hallo, Frau Mimmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe, Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich! Dann mal los. Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein, denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut. Trag ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege sie am besten von unten an. Wow, Bastian! Ups, Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie, ich steige höher. Frau Mümmel, was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mach's eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert. Haben Sie einen schönen Tag. Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss. Auf Wiedersehen. Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpieksen? Wait, nein, auf gar keinen Fall anpieksen. Oh, na gut, dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Warten Sie. Geschafft. Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön. Hurra! Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Peppa liebt Karneval. Alle lieben Karneval. Experimente mit Papa Wutz. Es ist Spielzeit in Peppas Spielgruppe. Stopp! Aber Herr Bulle, was machen Sie denn mit unserem Spielplatz? Wir buddeln ihn auf! Herr Bulle liebt es zu buddeln. Hallo! Papa, warum bist du denn auch hier? Ich arbeite mit Herrn Bulle. Oh. Es sieht so aus, als würde Herr Bulle die meiste Arbeit machen. Herr Bulle baut den Spielplatz nur. Ich mache die harte Arbeit, nämlich die Planung. Das funktioniert aber nur mit Wissenschaft. Das scheint mir sehr interessant zu sein, Papa Wutz. Ist es auch. Könnten Sie den Kindern vielleicht etwas von dieser Wissenschaft beibringen? Mit dem allergrößten Vergnügen. Fangen wir erst mal ganz simpel mit einem Experiment an. Was ist ein Experiment? Damit kann man herausfinden, was man vorher noch nicht genau wusste. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 1. 100. 1000. Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung. Aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich. Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit 2 Kindern. Hoch? Sie ist wirklich sehr schwer. Auch 2 Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit 3 Kindern. Hoch! Hurra! Man braucht 3 Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein 2. Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja! Wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampe-Pfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde
und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Beton benutzen wir, um das Loch auf eurem Spielplatz aufzufüllen. Zuerst ist er noch ganz feucht und weich wie Matsche. Aber wenn er trocken wird, ist er hart wie ein Stein. Jetzt ist er noch weich und geschmeidig wie Kartoffelbrei. Schaut mir mal gut zu. Seht ihr, es ist wie im Moorbad. Wer kann mir denn nun sagen, was als nächstes passiert? Der Beton trocknet und wird hart. Ganz genau. Der Beton wird hart wie Stein. Papa Wutz, ich würde sagen, Sie kommen schnell raus, bevor er trocknet. Kleinen Moment bitte noch, Herr Bulle. Ich unterhalte mich gerade mit den Kindern. Ja, schon, aber... Seht ihr? Der Beton ist immer noch matschig. Ganz matschig. Jetzt schaut. Hart. Boah. Und all das verdanken wir der Wissenschaft. Und Herr Bulle, was wollten Sie mir gerade sagen? Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass Sie besser herauskommen sollten, bevor der Beton hart wird. Papa Wutz steckt fest. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich werde Sie schnell wieder befreien. Und wie? Ich werde den Spielplatz aufbuddeln. Papa Wutz wird nicht gern aus dem Beton gebuddelt. Aber allen anderen macht es Spaß. Die neue Straße von Herrn Bulle. Peppa bringt ihren Goldfisch Goldi zur Untersuchung zum Tierarzt. Ich liebe diese Straße. Sie ist so wibbelig, wibbwackelig. Goldi mag sie auch. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, rundherum, rundherum. Stopp! Das ist Herr Bulle. Was machen Sie hier, Herr Bulle? Wir reißen hier die alte Straße auf und erneuern die Fahrbahn. Wird sie denn auch so wibbelig, wackelig, wie die alte Straße war? Nein, Peppa, sie wird schön gerade. Also, wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss noch ein paar Kommandos geben. Und los jetzt, etwas mehr Tempo! Herr Bulle ist der Chef. Chefs geben gern Kommandos. Immer weiter so, Leute! Und wie bringen wir jetzt Goldi zum Tierarzt? Am besten laufen wir einfach hin. Peppa und Goldi sind bei der Praxis von Dr. Hamster angekommen. Dr. Hamster macht kranke Haustiere wieder gesund. Hallo, Dr. Hamster. Ich bringe Goldi zu ihrer Kontrolluntersuchung. Oh, sie ist topfit. War das schon die Kontrolle? Ja, aber sorge dafür, dass sie auch genügend Wasser trinkt. Oh, hallo, Herr Bulle. Hallo, Dr. Hamster. Wir bauen eine neue Straße. Entschuldigen Sie den Radau. Wie lange werden Sie brauchen? Ach, nicht so lang. Wir müssen nur dieses Haus hier abreißen. Sie können dieses Haus hier aber nicht abreißen. Nein, hierhin kommen kranke Tiere, um gesund zu werden. Wirklich? Ja. Können Sie nicht die Straße stattdessen um das Haus herumbauen? Ums Haus herumbauen? Herum? Aber dann ist die Straße doch nicht gerade. Und einige Leute haben keine Zeit, um etwas herumzufahren. Wenn es nicht drumherum geht, dann geht es vielleicht oben drüber. Nein, das wäre doch dumm. Und wie wäre es, wenn man unten drunter herfährt? Oh, ein Tunnel. Da hätten wir ganz schön was zu tun. Oh, da ist jemand an der Hintertür. Oh, hallo. Es ist der Bruder von Herrn Bulle. Hallo. Entschuldigen Sie den Lärm. Wir bauen eine neue Straße und müssen dafür dieses Haus hier abreißen. Dr. Hamsters Tierklinik steht genau da, wo die neue Straße entlang führen soll. Hallo zusammen. Herr Löffel ist der Straßenbauinspektor. Ich höre gar kein Kommando, Herr Bulle. Warum wird nicht gearbeitet? Dieses Haus hier steht im Weg. Ich
Ich habe gesagt, sie sollen einen Tunnel bauen. Ja, ein Tunnel wäre gut. Ja, aber dann hätten wir ganz schön was zu tun. Sind Ihre Maschinen etwa nicht stark genug, um einen Tunnel zu graben? Was? Unsere Maschinen sind die stärksten Maschinen auf der ganzen Welt. Wir können einen Tunnel bauen. Ich grabe von dieser Seite. Und ich grabe von der anderen Seite. Und wir treffen uns in der Mitte. Hurra! Herr Bulle und sein Bruder graben einen Tunnel durch den Hügel. Stopp! Der Tunnel ist fertig. Und die neue Straße ist fertig. Hurra! Sie haben gute Arbeit geleistet, Herr Bulle. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt können alle die vielbeschäftigten Leute schneller da ankommen, wo sie hinwollen. Die neue Straße ist so schick und gerade, dass sie von immer mehr Fahrzeugen benutzt wird. Viel schneller ist man auf der Straße nicht. Es benutzen viel mehr Leute die Straße, als wir geplant hatten. Wir brauchen eine größere Straße. Und was wollen Sie dann jetzt tun? Es gibt nur eine Sache, die wir tun können, Peppa. Wir reißen die Straße auf! Peppa und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufgräbt. Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufgräbt. Kinderlieder. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute wollen wir gemeinsam Kinderlieder singen. Oh! Wer von euch hat denn ein Lieblingskinderlied? Mein Lieblingslied ist Lina hat ein kleines Lamm. Oh ja! Lina hat ein kleines Lamm, kleines Lamm, kleines Lamm. Lina hat ein kleines Lamm, sein Fell ist weiß wie Schnee. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt. Schritt und Tritt, Schritt und Tritt. Das Lamm folgt ihr auf Schritt und Tritt, egal wohin sie geht. Das Lied mag ich, weil da ein Schaf drin vorkommt. Das war sehr, sehr hübsch, Peppa. Vielen Dank. Und hat sonst noch jemand ein Lieblingslied? Ich mag die kleine Bo Piep. Und kannst du die kleine Bo Piep auch singen? Ja, und zwar geht es nämlich so. Die kleine Bo Piep, die war sehr betrübt. Sie hat ihre Schafe verloren. Dieses Lied mag ich aber nicht. Da gehen nämlich Schafe drin verloren. Und das ist traurig. Ja, kennt vielleicht jemand ein Kinderlied, in dem es nicht um Schafe geht? Ich! Ja, Pedro? Schwarz, schwarz, schwarzes Schaf. Oh, Entschuldigung. Ich weiß ein Lied über eine Katze. Oh, das ist prima, Molly. Möchtest du es uns vorsingen? Hey, Diedel, Diedel, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund, das Rennen im Nu. Teller und Löffel davon. Der Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Es ist ja verrückt. Wer will jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Ticke die Tacke die auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Ticke die Tacke die Dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in dem Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil das Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Oh, der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Madame Gazelle? Ja, Pedro? Ich mag Robin Hood. Okay. Und kommt Robin Hood auch in einem Kinderlied vor? Ja, Robin Hood hatte einen Hut. Er machte niemals Quatsch und er liebte
Matsch. Das war sehr gut, Pedro. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, bei dem man marschieren muss. Dafür müssen wir aber rausgehen. Ja, der alte Graf von York, der hatte Männer 10. Die mussten jeden Tag ganz rauf auf den Berg und auch wieder runtergehen. Wann sie oben schrien sie, wir sind da. Wann sie unten schrien sie, wir sind hier. Und wenn sie nur auf der Hälfte waren, schrien sie weder hier noch da. Ein gutes Training. Madame Gazelle, haben Sie eigentlich auch ein Lieblingskinderlied? Natürlich habe ich eins, Pedro. Sollen wir das vielleicht alle gemeinsam singen? Ja, gerne! Alle nehmen sich an die Hand. Ringelrange Rose, hab Blumen in der Hose. Ein Taschentuch, ein Taschentuch, wir fallen alle um. Peppa liebt Kinderlieder. Alle lieben Kinderlieder. Der Hallenspielplatz. Es ist Morgen. Peppa und ihre Familie frühstücken. Oh, ich habe hier einen Brief für Schorsch. Es ist eine Einladung zur Party von Linus Löffel. Klingt gut. Ich fahr Schorsch zur Party. Hauptsache, sie ist nicht wieder in diesem Hallenspielplatz. Da steht Hallenspielplatz. Oh. Papa kann den Hallenspielplatz überhaupt nicht leiden. Letztes Mal ist er stecken geblieben und ein Hubschrauber musste ihn retten kommen. Und die Feuerwehr und ein Kran. Ganz so schlimm war es aber nicht, Peppa. Es war nur ein Hubschrauber. Ich finde, Hallenspielplatz klingt gut. Ich werde dich dahin bringen, Schorsch. Alle kommen zur Party von Linus Löffel. Tschüss, ich hole dich dann später wieder ab. Sie können auch gerne drinnen warten, wenn Sie wollen. Im Hallenspielplatz bleiben? Nein, danke. Hallo, Sie können gerne hier warten, wenn Sie möchten. Bis später. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Mama Wutz. Ich kann verstehen, wenn Sie nicht hierbleiben wollen. Nein, ich bleibe. Wir Erwachsenen können doch wunderbar zusammensitzen, während die Kinder spielen. Oh, okay. Das ist der Hallenspielplatz. Hier ist alles schön bunt. Und die Kinder können auf Kissen hüpfen, an Seilen schwingen, sich durch Rollen quetschen, durch Röhren rutschen und spielen. Ist das nicht toll? Die Kinder haben hier wirklich so viel Spaß. Hoffentlich bekommen wir sie überhaupt wieder mit nach Hause. Die kleinen Kinder spielen den ganzen Nachmittag. Schluss für heute, Kinder. Das war eine lustige Party, findet ihr nicht? Ja! Hattet ihr auch alle Spaß? Ja! Und bestimmt seid ihr jetzt ganz müde. Nein! Oh, meine Güte, die kriegen wir dann niemals raus. Tja, da hilft leider nur eins. Ich muss da jetzt rein. Viel Glück! Ich stecke fest. Hilfe! Keine Angst, ich komme schon. Ich bin fast da. Oh nein, ich stecke auch fest. Hilfe. Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant. Hier, wir stecken fest. Nur die Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Ah, ich stecke hier fest. Papa Wutz, Luzi und Peppa kommen, um Schorsch abzuholen. Oh, was für liebe kleine Kinder ihr seid. Wo sind eure Eltern? Hilfe! Wir stecken fest! Das passiert doch normalerweise immer mir. Das ist doch so, dass das sonst immer mir passiert. Ich werde da jetzt reingehen und stecken bleiben. Ich und Luzi können da reingehen. Wir sind viel kleiner. Das ist sehr nett von euch, aber das ist meine Aufgabe. Ich bin erwachsen und muss das jetzt machen. Aber Papa! Keine Sorge, Peppa. Wenn ich stecken bleibe, rufe ich den Rettungsdienst an. Ja, ich stecke fest. Aber ich habe ein Telefon. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Oh, Sie sind ja auch hier. Ja, ich bin gerade etwas verhindert. Dann gibt's niemanden, der uns retten kann. Es gibt
uns, Papa. Und wir werden euch Erwachsene retten. Das gibt's ja. Juhu! Dankeschön, Peppa und Luzi. Ihr habt uns gerettet. Hip, hip, hurra! Jetzt fahren wir aber schnellstens nach Haus. Die Kleinen wollen viel lieber hierbleiben. Peppa, könnt ihr jetzt bitte die Kleinen rausholen? Ja, Papa. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen spielen. Peppa und Luzi lieben den Hallenspielplatz. Alle lieben den Hallenspielplatz. Das Miniland. Mama und Papa Wutz machen mit Peppa, Schorsch und Luzi einen Ausflug ins Miniland. Papa, was ist das Miniland? Es ist genau wie in unserer echten Welt, Peppa. Nur ist dort alles mini klein. Es ist lehrreich und macht wirklich Spaß. Ist es echt? Auch mit echten kleinen Menschen, die da drin leben? Nein, so kleine Leute gibt's nicht. Wenn in dem Land alles mini, mini klein ist, dann sind wir ja Riesen. Und wir dann so, hallo, ihr mini kleinen Leute. Und die dann so, ah, Riesen. Wann sind wir denn endlich da? Stopp! Was ist denn hier los, Herr Bulle? Alles ist bestens, Mama Wutz. Wir reißen hier nur die Straße auf. Ha! Wie lange wird das dauern? Genau so lange, wie es eben dauert. Aber wir wollten doch heute ins Miniland. Oh, ich mag das Miniland. Dort ist alles so mini und so lehrreich. Das ist wichtig. Weiterfahren. Dankeschön, Herr Bulle. Dankeschön. Stopp! Die anderen durften durch. Aber die fahren ja auch ins Miniland. Das ist wichtig. Willkommen im Miniland. Hier ist wirklich alles mini, mini klein. Und lehrreich ist es auch. Hier seht ihr eine Auswahl der weltberühmtesten Orte. Boah! Es sind exakte Abbildungen wirklich bekannter Bauwerke, nur in viel kleiner. Ui! Hier ist Big Ben. Und gleich daneben ist der Eiffelturm. Er sieht genauso aus wie der echte. Und die Pyramiden. Das Sydney-Opernhaus, die Freiheitsstatue und der Kreml. Aber in Wirklichkeit stehen all diese berühmten Bauwerke nicht in derselben Straße. Wirklich nicht? Tja, man lernt immer noch etwas dazu. Oh, schaut mal da. Das ist unsere Seenlandschaft. Oh, da sind ja lauter kleine Boote. Und da ist sogar eine kleine Frommümmel. Boote, Boote, hier gibt es Boote. Ja, das ist einer meiner vielen Jobs. Das sieht genauso aus wie eine Pirateninsel. Und da sind auch die Piraten. Haha! Haha! Was war das? Saurier. Hier seht ihr das Land der Dinosaurier. So sah die Erde vor einer sehr langen Zeit aus, bevor es Häuser und Autos gab. Das ist ein Tyrannosaurus Rex. Oh. Und der da drüben ist ein Triceratops. Der eine ist ein Pflanzenfresser und der andere ein Fleischfresser. Seht nur, sie spielen miteinander, genau wie sie es früher gemacht hätten. Beeindruckend. Alles ist hier genauso, wie es vor vielen Millionen Jahren gewesen sein könnte. Vom Zug mal abgesehen. Da sind Sie ja schon wieder, Frau Mümmel, als Lokführerin. Volle Kraft voraus! Und wohin geht's als nächstes? In unser modernes Miniland. Klicketi-klack, klicketi-kluck, auf Schienen fährt er zu. Tuff, 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 klicketi-klicketi-klack. Hier ist es genauso wie bei uns zu Hause. Ja! Es gibt Häuser und Autos und Hügel und Bäume. Und Züge, Flugzeuge und Boote. Ja, hier ist was los. 24 Stunden ohne Pause. Ah! Oh, es ist kaputt. Nein, ist es nicht. Schaut mal da. Es ist ein kleiner Herr Bulle, der die Straße aufreißt.
Das hat er auch gemacht, als wir hergefahren sind. Im Miniland ist alles so wie in der richtigen Welt. Bis ins kleinste Detail. Wir reißen dir die Straße auf. Das Buch von Mama Wutz. Mama Wutz arbeitet am Computer. Mama, können wir das lustige Hühnchen auf dem Computer spielen? Im Moment nicht, Peppa. Ich muss dringend mit dem Buch fertig werden, an dem ich gerade schreibe. Papa Wutz bereitet in der Küche das Mittagessen vor. Papa, wann können wir endlich das lustige Hühnchen spielen? Sobald Mama mit ihrem Buch fertig ist, könnt ihr loslegen. Ach, das war's. Ich habe eine Ewigkeit dran gesessen, aber mein Buch ist fertig. Jetzt ist es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Dann können wir jetzt das lustige Hühnchen spielen. Hurra! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, George. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Puh. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von George. Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Oh. Können Sie sich vielleicht noch an die Geschichte erinnern? Ja. Dann erzählen Sie uns den Rest. Gute Idee. Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kasper-Zwiebel. Er wollte am liebsten alle anderen zum Lachen bringen, aber stattdessen brachte er sie zum Weinen, weil er eine Zwiebel war. Was für ein wunderschönes, trauriges Ende. Oh nein, Madame Gazelle, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Oh, ich verstehe. Fahren Sie fort. Kaspar Zwiebel sagte, ich ziehe in die Welt hinaus und lerne, wie man lustig ist. Er traf eine Tomate und die Tomate sagte, setz einen lustigen Hut auf. Aber die Leute weinten immer noch. Er traf eine Banane, die sagte, zieh ein paar lustige Schuhe an. Aber die Leute weinten immer noch. Kaspar Zwiebel wollte schon aufgeben, da flüsterte ihm eine Ananas ins Ohr. Was könnte die Ananas wohl gesagt haben? Setz eine lustige rote Nase auf. Trag eine lila Perücke. Das ist gut. Aber in Wirklichkeit sagte die Ananas, mach doch was Lustiges, Kaspar Zwiebel. Kaspar Zwiebel machte was Lustiges und alle lachten. Sie lachten und lachten und lachten. Das war's. Ganz herrlich. Ich glaube, das hat uns doch allen gefallen. Die Eltern sind gekommen, um ihre Kinder abzuholen. Ich war gerade im Buchladen, Mama Wutz. Da stehen überall ihre Bücher. Was genau meinen Sie mit 4, 5, 3, 9, 6, 7? Also, ehrlich gesagt... Das Ende muss man wohl entschlüsseln. Ja, ja, sehr modern. Sehr gut gemacht, Mama Wutz. Dankeschön. Die Eltern lieben das Buch von Mama Wutz. Die Kinder lieben das Buch von Mama Wutz. Alle lieben das Buch von Mama Wutz. Eine lange Zugfahrt. Peppa und ihre Familie frühstücken. Oh. Was ist denn los, Papa Wutz? Ich muss für meine Arbeit sehr lange verreisen. Können wir auch mitkommen?
Es ist Arbeit, Peppa, und es ist eine sehr, sehr lange Zugfahrt. Dufthof. Können wir bitte mitkommen? Es wird anstrengend. Ich beurteile Beton. Ich muss seine Rohdichte prüfen, um die Hohlräume im Zuschlag berechnen zu können. Ich muss das auch alles prüfen. Was sagt Mama Wutz dazu? Ich finde, es könnte nett werden. Es ist hunderte Kilometer weit weg. Wir müssen ins Ausland. Bitte, Papa Wutz. Okay, dann fahren wir zusammen. Hurra! Peppa und ihre Familie warten am Bahnhof. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alle an Bord! Volle Kraft voraus! Sind wir bald da, Mama? Nein, Peppa. Es ist eine lange Reise. Du musst ein bisschen Geduld haben. Sing doch ein Lied, damit die Zeit vergeht. Okay. Klicketi-klack, klicketi-kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 klicketi-klicketi-klack. Ich hab ein Lied gesungen. Sind wir denn jetzt bald mal da? Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Peppa. Wir werden unser Ziel nicht vor morgen früh erreichen. Und wo sollen wir schlafen, wenn Schlafenszeit ist? Na, hier. Das ist doch kein Schlafzimmer, Papa. Wart's mal ab. Zauberbetten. Und da putzen wir die Zähne. Ein Zauberbadezimmer. Ein klitzekleines Becken mit klitzekleinen Wasserhähnen. Das ist noch nicht alles. Eine Zaubertoilette. Und was ist das hier für ein Knopf? Papa hat die Zauberdusche gefunden. Hallo. Ihre Pässe, bitte. Natürlich. Oh, Sie müssen Herr Wutz sein. Der Herr Wutz. Sie kommen sicher, um unseren Beton zu überprüfen. Ja. Kennen Sie mich etwa? Oh, Sie und Ihre Betonkenntnisse sind in unserem Land berühmt. Aber ich will Sie nicht länger stören. Gute Nacht. Gute Nacht. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, Peppa und George. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Peppa und George übernachten zum ersten Mal in einem Zug. Klickidi-klack, klickidi-kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 la, 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 tut, tut. Am nächsten Morgen gibt es Frühstück im Zug. Guten Morgen. Frau Mümmel. Sollten Sie nicht besser in der Lok sein? Keine Sorge. Der Zug fährt auf Schienen. Der verirrt sich schon nicht. Möchten Sie Kaffee oder Orangensaft? Ich hätte gerne beides. Nein, Kaffee oder Orangensaft. Sie können nicht beides haben. Bei dem berühmten Herrn Wutz können wir doch wohl ausnahmsweise mal eine Ausnahme machen. Kaffee und Orangensaft. Dankeschön. Entschuldigen Sie. Ich bin König Alfonso. Könnte ich bitte auch Kaffee und Orangensaft bekommen? Nein, das ist unmöglich. Peppa und ihre Familie kommen nach einer langen Zugfahrt am Ziel ihrer Reise an. Es ehrt uns, dass Sie uns hier besuchen, Herr Wutz. Dankeschön. Hier kommt schon der Beton. Was sagen Sie dazu? Papa Wutz ist ein Fachmann für Beton. Ausgezeichnet. Hurra! Ich hoffe, die Zugfahrt war nicht zu lang und anstrengend für Ihre Familie. Nein, sie war herrlich. Und was machen wir jetzt? Meine Arbeit ist erledigt. Also können wir mit dem Zug nach Hause fahren. Oh, supi! Dann können wir wieder im Zug übernachten. Peppa liebt lange Zugfahrten. Alle lieben lange Zugfahrten. Surfen lernen. Peppa macht Urlaub bei Katinka Känguru. Was könnten wir denn heute unternehmen, Katinka? Wir gehen an den Strand. Yippie! Ich liebe den Strand. Seid ihr alle startklar? Ja! Dann geht's los! Das ist der Strand. Wow, guck doch mal das Meer und die Wellen. Ja, ihr braucht auf jeden Fall Schwimmwesten. Pups, sind wir jetzt startklar zum Surfen? Alles in Ordnung. Und was ist das?
Das ist ein Surfbrett. Und was macht man damit? Man legt sich drauf und dann kann man auf den Wellen reiten. Oh. Komm, Peppa, ich bring's dir bei, okay? Es ist ganz einfach, damit zu schwimmen. Das Surfbrett kann nämlich nicht untergehen. Das Schwierigste ist, die Welle zu erwischen. Achtung, fertig. Jetzt, Peppa. Juhu! Katinka Känguru wird von einer Welle davongetragen. Und die nächste ist für dich, Peppa. Achtung, fertig, los! Hui! Das ist doch toll, oder? Ja, macht ganz viel Spaß. Hui! Surfen ist ja wohl das Beste überhaupt. Das stimmt. Surfen ist das Beste überhaupt. Achtung, fertig, los! Hui! Hui! Schorsch will auch surfen gehen. Tut mir leid, Schorsch, aber du bist noch ein bisschen zu klein zum Surfen. Die Wellen sind jetzt für Peppa und Katinka zu heftig. Oh, dann gehen wir jetzt nach Hause? Machen Sie Witze? Das sind die perfekten Wellen für erwachsene Surfer. So geht richtiges Surfen. Juhu! Diese Wellen sind traumhaft. Wow. Katinka, wo ist dein kleiner Bruder? Der ist bei Mama da draußen. Macht Spaß, Konrad. So, Freunde, jetzt sind Sie dran. Dankeschön, aber ich möchte lieber zuschauen. Herr Woods, warum versuchen Sie es nicht mal? Warum nicht? Macht bestimmt Spaß. Oh, die Wellen sind futsch. So ein Pecher, Wurz. Jetzt haben Sie die Gelegenheit verpasst, heute auch zu surfen. Oh, das ist schade. Aber jetzt ist es genau richtig für Schorsch zum Planschen. Ich gehe mit dir rein, Schorsch. Wenn wir schon nicht surfen können, kannst du wenigstens auf meinem Bauch sitzen. Schorsch liebt es, bei Papa Wurz auf dem Bauch zu sitzen. Leute, schaut euch mal auf diese Welle an. Oh weia, das ist eine Riesenwelle. Papa! Da kommt eine Riesenwelle an! Welle, Welle, Papa Wurz! Hörst du das? Welle, Welle, eine Welle, Welle, Welle! Die winken uns, Schorsch. Komm, wir winken zurück. Schorsch surft auf Papa Wurz wie auf einem Surfbrett. Wow, Schorsch hat ja ein super Gleichgewicht. Du bist ja ein Naturtalent, Schorsch. Du kannst mir mal ein paar Tricks beibringen. Schorsch ist der Beste. Ich liebe Surfen gehen, Mama. Ja, wir haben wirklich einen wunderbaren Urlaub hier. So, und wie sind die Pläne für morgen? Also, bleiben Sie noch einen Tag? Ich könnte für immer hier bleiben. Tja, ich muss leider morgen zur Arbeit gehen. Da können wir doch alle mitkommen. Okay, ich glaube, das müsste Peppa macht einen wunderschönen, langen Urlaub bei Katinka Känguru. Die Puppenklinik. Peppa, Schorsch und Luzi spielen im Garten mit ihren Lieblingsspielsachen. Schorsch hat Herrn Dinosaurier. Luzi hat Pinguin und Peppa hat Teddy. Teddy, was wollen wir jetzt spielen? Wow, wow. Du willst den Hügel runterrollen? Okay. Jetzt hüpfen wir in Matschepfützen rum. Was sagst du, Teddy? Du willst auch in die Matschepfützen hüpfen? Okay. Klitsch, klitsch, klatsch. Peppa ist ausgerutscht und auf Teddy gefallen. Entschuldige, ich habe dich untergetaucht. Ist bei euch alles klar? Ja! Ja, Mama Wutz! Oh, Teddy, du siehst ja mitgenommen aus. Was meinst du damit? Teddy ist etwas schlammig. Oh, ich habe Pinguin mal in die Puppenklinik gebracht. Danach sah er wie neu aus. Was ist denn eine Puppenklinik? Da werden Kuscheltiere wieder heile gemacht. Sie werden gewaschen, wieder in Form gebracht. Und kriegen sogar neue Stimmen. Du bist meine beste Freundin.
Luzi. Ich habe dich sehr lieb. Luzi. Boah. Mami, können wir Teddy bitte auch gleich in die Puppenklinik bringen? Das ist eine gute Idee. Da ist die Puppenklinik. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Peppa. Herzlich willkommen in der Puppenklinik. Hier machen wir aus Puppen wie dieser wieder Puppen wie diese. Oh. Hast du denn ein krankes Püppchen? Ja. Was ist das denn? Eine Maus oder ein Hund? Es ist ein Bär. Na, die haben sie aber ganz schön übel mitgespielt. Krach. Ah, und einen Dinosaurier. Kommen alle beide in die Klinik? Ja, bitte. Okay. Jetzt sag mal, kleiner Bär, was hast du denn angestellt, dass du so schmutzig bist? Teddy ist den Hügel runtergerollt, ist in Matschepfützen gesprungen und untergetaucht. Kein Wunder, dass du jetzt so aussiehst. Also, wenn ich mit dir fertig bin, wird nicht mehr rumgerollt. Keine Matschepfützen mehr und kein Untertauchen. Aber genau diese Sachen mag Teddy am liebsten. Du bist mir ein bisschen zu schlapperig, aber mit Füllmaterial kann ich das hinkriegen. Was bedeutet das? Guck mal, dieser Elefant sieht ein bisschen traurig aus, aber ihm fehlt einfach nur Füllung. Teddy mag es gern, schlapprig zu sein, aber vielen Dank, Frau Mümmel. Braucht der Dinosaurier etwas extra Füllung? Ah. Verstehe. Möchte Teddy neue Kleidung? Vielleicht diesen schicken Matrosenanzug? Aber Teddy ist doch ein Mädchen. Mädchen können auch Matrosen werden, Peppa. Ja, aber Teddy will keine Matrosine werden. Wie wär's mit Pilotin? Nein. Tiefseetaucherin? Nein. Oder vielleicht Prinzessin? Ich glaube, Teddy ist am glücklichsten ganz ohne Kleider. Vielen Dank, Frau Mümmel. Und was ist mit Herrn Dinosaurier? Nein. Meinetwegen. Braucht Teddy neue Augen? Augen sind das Fenster zur Seele, sagt ein altes Sprichwort. Was ist die Seele? Ah, das ist etwas kompliziert. Schaut mal diese Augen. Wir haben grüne Augen, blaue Augen, rote Augen oder diese Kulleraugen. Mit solchen Augen sieht das Seelendings bestimmt komisch aus. Teddy braucht überhaupt gar keine neuen Augen. Vielen Dank, Frau Mümmel. Was ist mit Herrn Dinosaurier? Will er vielleicht neue Augen? Nein. Fein. Was ich Teddy sonst noch anbieten könnte, ist eine neue Stimme. Die Stimmen sind in diesen Plastikboxen. Man steckt sie in den Bauch. Hallo, ich hab dich lieb. Das ist aber gar nicht Teddys Stimme. Ich bin so glücklich. Ich will spielen. Das ist nicht Teddy. Du bist meine beste Freundin. Aber das ist die Stimme vom Pinguin. Du bist meine beste Freundin. Luzi. Herr Dinosaurier, möchten Sie eine neue Stimme? Grrr. Warum frage ich überhaupt? Da bleibt also nur eins, was ich für deinen Teddy tun kann, und zwar ihn zu waschen. Nein, Teddy will auch nicht gewaschen werden. Okay, ich bin durch. Und die gute Nachricht ist, mit Teddy und Herrn Dinosaurier ist alles in Ordnung. Das ist wunderbar. Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte? Oh, Teddy, ich hab dich so doll lieb, wie du bist. Und das wird auch für immer so bleiben. Ein Tag in Paris. Peppa besucht ihre Freundin Elena Esel in Paris. Sind alle abfahrbereit? Ja, Papa Wutz. Also Paris, wir kommen. Mama, wo ist denn Paris? Paris ist in Frankreich. Dahin müssen wir mit einer Fähre fahren. Was ist denn eine Fähre? Wirst du gleich sehen. Das ist die Fähre. Boah. Hier sind aber ganz schön viele Autos drin. Lasst uns lieber nach oben gehen und ein bisschen frische Seeluft schnuppern. Guck mal, Mama. Das Schiff schaukelt auf und ab. Ja, Peppa. Mama Wutz mag es nicht, wenn das Schiff schaukelt. Die frische Seeluft macht mich ordentlich hungrig. Wer möchte etwas essen? Nein, danke schön. Die Wellen werden größer. Hier, ich hab dir ein Brot mit Spiegeleiern mitgebracht. Oh. Land ahoi! Die Fähre ist in Frankreich angekommen. Denk dran, Papa Wutz. Sie fahren hier vielleicht anders als wir. Autofahren bleibt Autofahren, Mama Wutz. Siehst du, es funktioniert hier genauso wie bei uns. Hallihallo. Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour. Bonjour, Elena.
Bonjour heißt guten Tag auf Französisch. Oh, was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Oh, alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen. Dann möchte ich das Richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo, Herr Wütz. Sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Mümmel. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Oh, das tut mir leid. Souvenirs, holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sorgen Sie sich nicht, Herr Wütz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Alle hopp! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindelig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Oh! Diese Treppe nimmt einfach kein Ende. Oh je, Papa Wutz sieht nicht, wohin er geht. Er klettert höher und höher und höher. Was für ein herrlicher Blick über Paris. Es sieht toll aus. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Wütz? Herr Wütz? Wo seid ihr denn bloß alle? Oh. Papa Wutz ist auf der höchsten Spitze des Eiffelturms. Halt dich fest, Papa Wutz! Ich werde den Rettungsdienst anrufen. Was für ein Glück, dass Sie da sind, Frau Mümmel! Ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Keine Sorge, Herr Wutz. Ich hole Sie da wieder runter. Oh, jetzt geht es ja noch viel höher. Was kannst du von da oben sehen? Also, ich sehe einfach alles. Mein Papa hat sich in Paris alles angeschaut. An einem Tag. Der Fallschirmsprung. Es regnet und das Schuldach ist undicht. Mal wieder. Muh, habe ich dieses Dach nicht letztens erst repariert, Madame Gazelle? Ja, Herr Bulle, aber es macht immer noch dröppeldi-dröpp-dröpp. Vermutlich ist ein gebrochener Dachziegel schuld. Vielleicht ist es ja dieser hier. Hört es jetzt auf zu tropfen? Nein, es tropft noch mehr. Vielleicht sind die Ziegel hier auch kaputt. Ist es jetzt besser? Also, jetzt tropft es noch mehr. Da ist ein Riesenloch in Ihrem Dach. Das in Ordnung zu bringen, wird ganz schön viel Geld kosten. Oh, weia. Woher sollen wir denn das Geld nehmen, um schon wieder das Dach zu flicken? Mein Papa, der hat schon mal einen Fallschirmsprung gemacht für einen guten Zweck. Er ist runtergeschwebt und hat dafür eine Menge Geld gesammelt. Gute Idee, Pedro. Nun also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen Fallschirmsprung machen möchte? Meine Mama. Wir brauchen nur einen. Peppa und Schorsch kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder. Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist wie Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz!
Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprungtrainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben? Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama! Keine Angst, Mama Wutz. Denk dran, du trägst doch einen Fallschirm. Ja, Papa Wutz. Oh, wir sind ja schon ziemlich hoch. Oh! Oh weh, Papa Wutz ist aus dem Flugzeug gefallen. Sie ist gesprungen. Oh nein, das ist Papa Wutz. Warte auf mich, Papa Wutz. Mama Wutz ist gesprungen. Sie will Papa Wutz retten. Oh, sie hat ihn. Hurra! Meine Mama ist die Beste. Danke, dass du mich rettest, Mama Wutz. Oh, Papa Wutz, du rutschst mir weg. Herr Bulle hat das Dach fertig repariert. Wunderbare Arbeit, das hält die nächsten Jahre. Ich kann dich nicht halten. Oh nein! Alles in Ordnung mit Papa Wutz? Alles gut. Gut, Sie müssen diesen Fallschirmsprung nämlich noch einmal machen. Was? Zum Geld sammeln, um dieses neue Loch im Dach zu reparieren. Oh, also gut. Ein Hoch auf Papa Wutz! Der Rettungswagen. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute kommt Dr. Bär, um uns einen Rettungswagen zu zeigen. Ich mag Rettungswagen. 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 Macht der Rettungswagen auch Nina, Nina, Nina? Ja, danke schön, Freddy. Das macht er bestimmt. Hier kommt Dr. Braunbär. Hallo, Dr. Braunbär. Hallo, Kinder. Wer von euch weiß denn, wie man das hier nennt? Das ist ein Rettungswagen. Ein Rettungswagen. Und weiß denn auch jemand, wofür man den braucht? Damit bringt man kranke Leute ins Krankenhaus. Ganz genau. Können wir bitte das Nina, Nina nochmal hören? Ja. Normalerweise benutzen wir das nur bei einem echten Rettungseinsatz. Dr. Braunbär. Könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Oh! Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, upsi, über den Ball stolperte. Jemand rief sofort den Rettungswagen. Freddy, würdest du noch mal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina. Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Dankeschön, Dr. Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denkt dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann... Ah!
Dr. Braunbär rollt den Hügel hinunter. Oh, 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 oh. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Oh, oh, oh. Er ist an einen Baum geknallt. Oh, oh, oh. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Oh. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja, dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Oh. Keine Sorge, Dr. Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Ich bin ja der Doktor, schon vergessen? Ja, aber wir müssen alles überprüfen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht... Kein Wort mehr. Kinder, was tun wir als erstes? Reaktionstest. Sehr gut, Peppa. Können Sie reagieren, Doktor? Kann ich. Gut, er reagiert auf uns. Das ist alles sehr nett von euch, aber ich... Wer weiß, was wir als nächstes machen? Wir fragen, wie er heißt. Ja, aber in diesem Fall wie ist es... Wie heißen Sie? Dr. Braunbär. Jetzt fragen wir ihn, was passiert ist. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin über den Ball gestolpert und den Hügel hinabgerollt. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wo tut es Ihnen denn weh? Mir tut es überall weh. Wo tut es denn am meisten weh? In meinem Arm und mein Bein und hier an meinem Kopf. Dann werden wir mal einen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Doktor waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Er hat uns allen ja so wundervoll gezeigt, wie die Rettungshelfer arbeiten. Es war mir ein Vergnügen. Dr. Braunbär mag die kleinen Rettungshelfer. Alle sind gerne Rettungshelfer. Opi Mimmels Schwebefahrzeug. Opa Wutz will mit Peppa und Schorsch einen Ausflug mit seinem Segelboot machen. Hallo, Opa Wutz. Hallo. Hallo, altes Haus. Opa, der Mann hat gerade altes Haus zu dir gesagt. Ja, Peppa, das ist nur ein anderer Ausdruck für alter Freund. Sind das denn deine Freunde, Opa? Nicht wirklich. Wir sind halt Mitglieder im selben Segelverein. Also, wo liegt denn jetzt eigentlich mein Boot? Wie sieht dein Boot denn nochmal aus, Opa Wutz? Es hat oben auf dem Mast eine kleine rote Flagge. So wie diese kleine Flagge? Ah, ja. Oh je, das Segelboot von Opa Wutz ist gesunken. Ich fürchte, das wird heute nichts mit unserem Segelausflug. Oh. Hier kommt Opi Mimmel mit seinem Schwebefahrzeug. Was ist denn das für eine Monstermaschine? Ist das überhaupt im Segelverein erlaubt? Hallo, was für ein herrlicher Tag zum Segeln. Hallo, Opi Mimmel. Peppa, du siehst traurig aus. Was ist denn passiert? Wir können nicht segeln gehen, weil Opas Boot gesunken ist. Oh je. Kommt, springt einfach rauf auf mein Schwebefahrzeug. Hurra! Also ich weiß ja wirklich nicht, ob das... Haltet eure Hüte fest! Oh, ah, oh, ah. Opi Mimmels Schwebefahrzeug fährt auf dem Land und auf dem Wasser. Ich habe es selbst gebaut. Da würde man nie drauf kommen, oder? Das Teil brauchen wir eh nicht. Du kannst dir nicht mit diesem Teil herumkurven. Du bist ja kein Mitglied im Segelverein. Aber du bist doch Mitglied im Segelverein. Ja, aber... Dann ist das wohl in Ordnung. Ja! Es geht doch nichts über einen friedlichen Segelausflug. Das Säuseln der sanften Wellen, die Ruhe des weiten... Was für ein entsetzliches Geräusch. Oh, da drüben! Perfekter Tag für einen Segelausflug. Schon wieder diese Monstermaschine. Das ist doch Opa Wutz, oder? Hallo? Yippie! Sagt mal, hat noch jemand Durst außer mir? Ich! Wir könnten etwas zu trinken kaufen in der alten Hütte da drüben. Das ist keine alte Hütte. Es ist das Vereinscafé des Segelvereins. Nur für Mitglieder. Ja, wie auch immer. Wir fahren hin und kaufen uns was zu süffeln. Hallöchen, 4 Becher Fruchtsaft, bitte. Ich darf Ihnen leider nicht verkaufen, es sei denn, Sie sind Vereinsmitglied. Ich zwar nicht, aber er hier.
Hallo, bitte viermal Saft. Ah, bitte sehr. Ist das Leben nicht herrlich? Blau sind Himmel und Meer, Boote segeln umher. Aber die Boote segeln gar nicht umher, Opi Mümmel. Wir haben keinen Wind. Ohne Wind können Segelboote nicht segeln. Hilfe! 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 Wir müssen sie retten, Opi Mümmel. Gute Idee, Pippa. Haltet euch tüchtig fest. Ahoi zusammen! Her mit den Leinen! Ich schleppe sie beide zum Hafen zurück. Es geht los! Opi Mümmels Schwebefahrzeug zieht die Segelboote zurück ans Land. Wir ziehen die Boote ans Land. Ahoi, wir ziehen die Boote ans Land. Wir ziehen die Boote zum Parkplatz. Ahoi, wir ziehen die Boote aufs Land. Ich habe gleich alle direkt zum Parkplatz gebracht. Auf diese Weise brauchen sie nicht mehr so weit zu ihren Autos zurückzulaufen. Aber Segelboote fahren nicht auf dem Land, wie Schwebefahrzeuge. Oh, ja. Opa Wutz, wer ist dieser Freund von Ihnen? Es tut mir wirklich sehr leid. Aber nein, warum denn leid? Wir möchten uns bei ihm für unsere Rettung bedanken. Ah, verstehe. Darf ich vorstellen? Opi Mümmel. Schön, Sie zu sehen, altes Haus. Danke sehr, gleichfalls, altes Haus. Dreimal Hurra auf Opi Mümmel. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip, hip, hip. Hurra! London! Peppa und ihre Spielgruppe machen heute einen Ausflug nach London. Kinder, das ist London! Boah, hier ist aber viel los. Es gibt so viel zu sehen, dass ich mich gar nicht entscheiden kann, was wir zuerst machen. Meine Freundin, die Königin, lebt in London. Vielleicht kann sie uns helfen. Das ist der Palast, in dem die Königin lebt. Hallo? Ich würde gern die Königin sprechen. Ich bin die Königin. Wer sind Sie? Ich bin's, Frau Mümmel. Sie sagten, wenn ich mal in London wäre, sollte ich bei Ihnen vorbeischauen. Ah, oh, Frau Mümmel, bitte kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hallo allerseits. Hallo Königin. Wir machen heute einen Ausflug nach London. Wir haben gehofft, Sie könnten uns sagen, was wir uns anschauen sollen. Ich kann sogar noch mehr als das. Schließlich ist London meine Stadt und ich kenne sie sehr gut. Ich werde euch höchstpersönlich durch die Stadt führen. Hurra! Am allerbesten schaut man sich London aus einem Doppeldeckerbus an. Oh. Herr Busfahrer, würden Sie uns bitte mal Ihren Bus leihen? Mein Bus leihen? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, ich bin Ihre Königin. In diesem Fall, Eure Majestät, gehört der Bus Ihnen. Wenn die Königin etwas von einem will, sagt man nicht nein. Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe. Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben. Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist. Er hat dreimal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's grad nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Achtung, gleich kracht es gegen die Brücke. Die Brücke wird nach oben geklappt. Die Tower Bridge wird hochgeklappt, damit große Schiffe hindurchfahren können. Gut, jetzt wo das Schiff weg ist, können wir weiterfahren. Bitte senken Sie die Brücke. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät, aber da kommt noch ein zweites Schiff. Was zu viel ist, ist zu viel. Wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Alles festhalten, bitte. Der Bus
Schloss schwankt auf der Brücke. Und was sollen wir jetzt tun? Nur die Ruhe, liebe Kinder. Ich habe eine sehr gute Idee. Bewegt euch alle zum vorderen Busende. Okay. Hurra! Die Königin ist eine gute Busfahrerin. Gefällt euch die Tour durch London, Kinder? Ja! Oben offene Busse sind die besten. Warum sind nicht alle Busse oben offen wie dieser Bus? Es regnet. Ah, ja, darum sind nicht alle Busse oben offen wie dieser hier. Kinder, öffnet eure Regenschirme. Es ist sehr wichtig, einen Regenschirm dabei zu haben, wenn man London besucht. Nächster Halt, Trafalgar Square. Oh nein, das ist ja schade. Trafalgar Square ist voller Pfützen. Aber wir lieben Pfützen. Tolle Pfützen. Hüpfen Sie mit uns, Majestät. Das sieht nach Spaß aus. Und wozu habe ich sonst meine Gummistiefel an? Hui! Die Königin liebt es, in Londoner Pfützen zu hüpfen. Alle lieben es, in Londoner Pfützen zu hüpfen. Roller fahren. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und George fahren auf ihren Rollern. Ui! Brumm, brumm! George muss erst lernen, wie man Roller fährt. Er hat ein bisschen Angst. George, komm schon! Was hast du denn, George? Soll ich dir zeigen, wie man mit dem Roller fährt? Okay, du musst dich zuerst mal am Lenker festhalten. Und zwar so, mit beiden Händen. Und dann stellst du dich auf den Roller. Oh. Ach, Schorsch, man stellt sich nur mit einem Bein auf den Roller. Gut. Und mit dem anderen Bein stößt du dich ab. Guck so. Hui. Hui. Schorsch, jetzt kannst du es. Schorsch kann jetzt Roller fahren. Peppa, Schorsch. Jetzt ist erstmal Schluss mit Rollerfahren. Die Spielgruppe wartet schon auf euch. Ach, aber wir haben doch gerade erst angefangen, mit den Rollern zu fahren. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee. Etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch. Bis später, Mama Wurz. Ja, bis später. Peppa und George fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm. Hui. Nicht so schnell. Komm schon, Papa. Papa kann nicht so schnell. Wartet auf mich. Peppa und George sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Tschüss. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Hui! Das macht Spaß. Papa Wutz, ja. Gefällt das Rollerfahren? Brumm, brumm, jee! Papa Wutz, du fährst ja auf Peppas Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und George malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren. Das ist schön, Peppa und George. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ah, ganz herrlich. Es wird Zeit, dass Mama und Papa Wutz Peppa und George von der Spielgruppe abholen. Hast du die Autoschlüssel, Papa Wutz? Lass uns lieber nicht mit dem Auto fahren, Mama Wutz. Aber es dauert lange, bis zur Spielgruppe zu laufen. Wir müssen gar nicht laufen. Diesen Fehler mache ich nicht noch einmal. Wir fahren mit den Rollern. Erster und hui! Was? Ist das dein Ernst? Also na gut. Hui! Mama und Papa Wutz fahren mit den Rollern zur Spielgruppe, um Peppa und George abzuholen. Das
hat Spaß gemacht. Ich hab dir gesagt, wir müssen nicht laufen. Mama, Papa, ihr habt unsere Roller mitgebracht. Hurra! Hui! Hui! Ja, sieht so aus, als müssten wir jetzt wohl irgendwie ohne Roller nach Hause kommen. Papa Wurz, du hast gesagt, wir müssten nicht laufen. Wir werden auch gar nicht laufen. Wir müssen nämlich rennen. Erster, los! Was? Hey, warte auf mich! Hui! Das macht Spaß! Peppa, Schorsch! Wartet auf Mama und Papa! Peppa und Schorsch lieben Rollerfahren. Alle lieben Rollerfahren. So tun als ob. Luzi Locke kommt, um mit Peppa zu spielen. Hallo Peppa, sollen wir ein Fahrrad drin machen? Okay. Achtung, fertig, los! Oh nein. Was ist denn los, Peppa? Mein Reifen ist ganz platt. Da ist nur ein Loch drin. Ich bin zufällig ein Experte im Löcherflicken. Zuerst müssen wir das Rad abmontieren. Als nächstes ziehen wir den Reifen von der Felge. Wann kommst du denn, Peppa? Dann brauchen wir einen Eimer mit Wasser. Geht das nicht etwas schneller, Papa? Es dauert nicht lange, Peppa. In der Zwischenzeit kannst du ja so tun, als ob du Fahrrad fährst. Als ob? Ja, mit deinem eigenen Als-ob-Fahrrad. Okay, ich habe mir ein sehr schönes Fahrrad ausgedacht. Ich fahre mit meinem Fahrrad rum. La 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 la. Warum läufst du denn so komisch? Ich laufe doch gar nicht, Luzi. Wo ist dein Fahrrad? Na hier, das ist mein Als-ob-Fahrrad. Es hat glitzernde Räder und ist so schön wie ein Regenbogen. Oh, ich hätte gern auch so ein Als-ob-Fahrrad. Kein Problem, du kannst das Fahrrad haben, das du willst. Okay, mein Als-ob-Fahrrad ist pink und flauschig. Wow. Da kommt Klausi Kleff. Hallo. Hallo, Klausi. Spielt ihr beiden mit mir Ball? Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren Als-ob-Ball. Fang, Klausi! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo, Luisa. Wir spielen gerade mit unserem neuen Als-ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein Als-ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Frag mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja. Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier. Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen. Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Was würdest du denn gerne spielen, Pedro? Ich möchte gerne in Matschepfützen rumspringen. Ja! Ja! Kommt, wir suchen uns Pfützen. Oh, hier sind gar keine Pfützen. Ohne Regen keine Matschepfützen. Dann tun wir so, als ob es regnet. Es regnet, es schüttet, klatscht und klatscht, der Regen fällt, didelididelidi. Der Als-ob-Regen hat Als-ob-Pfützen gemacht. Hurra! Plitsch, platsch, platsch. Dein Fahrrad ist fertig. Jetzt brauche ich es gar nicht mehr, Papa. Oh? Ich tue gerade so, als ob ich in Matschepfützen herumspringe. Oh, ja. Große Pfützen, gut sehen die aus. Ich glaube, da hüpfe ich auch ein bisschen drin rum. Achtung, fertig. Stopp! Wieso? Was ist denn, Peppa? Wenn du in Matschepfützen herumspringen willst, musst du Gummistiefel anziehen.
Aber guck doch mal, meine besten Als-Ob-Stiefel. Also dann darfst du auch herumhüpfen. Achtung, fertig, hopp! Papa Wutz liebt es, in Als-Ob-Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Als-Ob-Matschepfützen herumzuspringen. Die Höhlenwanderung. Heute unternehmen Peppa und ihre Familie eine Höhlenwanderung. Mia Maulwurf ist auch da. Hallo Mia, die Höhlenwanderung ist bestimmt total spannend. Ja, ich freue mich schon auf die Schicksalsfahrt. Schicksalsfahrt? Was ist denn das? Keine Ahnung, klingt aber gut. Hallo. Das ist Herr Löffel. Ich bin Ihr Höhlenführer. Bitte ziehen Sie Ihre Sicherheitshelme an. Ist es gefährlich in der Höhle? Überhaupt nicht. Folgen Sie mir auf unsere völlig harmlose Tour. Gut, das ganze Gerede über die Schicksalsfahrt hatte mich etwas verunsichert. Ich bin Ihr Höhlenführer. Oh. Das ist Opi Mümmel. Stürzen wir uns in ein unvergessliches Abenteuer. Oh, brauchen wir die Sicherheitshelme? Warum nicht? Hat irgendjemand damit Probleme, dass es gleich ganz tief nach unten geht? Von dunklen, engen Orten bin ich nicht gerade begeistert. Sie meinen wie eine Höhle? Und ich habe etwas Höhenangst. Verstehe. Haben Sie noch etwas auf dem Herzen? Schorsch und ich lieben aufregende Orte. Prima! Diese Höhle ist geradezu wahnwitzig aufregend. Los geht's! Diese Treppe führt uns direkt hinunter in die Höhle. Oh, das macht Spaß. Ja, es macht tatsächlich Spaß. Gut, dass wir gar nicht genau wissen, wie tief wir sind. Wir sind jetzt genau 100 Meter tief. Stellen Sie sich einmal vor, wie viele Tonnen Gestein sich mittlerweile über unseren Köpfen befinden. Ganz toll. Willkommen im Reich der Höhle. Oh, es ist so prächtig und so glitzerig. Fantastisch. Schaut mal, da liegt ein kleines Boot. Alle Mann an Bord. Wisst ihr was? Weil diese Höhle so groß und wunderschön ist, fühle ich mich hier unten gar kein bisschen unwohl. Nun durchqueren wir diesen kleinen Tunnel. Es könnte ein bisschen eng werden. Tief einatmen. Und jetzt alle wieder aussteigen. Also, das war mir ein bisschen unheimlich. Keine Sorge, das war der erste und letzte Tunnel. Gut. Wir müssen nur noch diese Schlucht überwinden. Oh, das wird sicher keine leichte Übung. Ja, die Schlucht ist schön tief. Passen Sie gut auf. Wie lange braucht dieser Stein, bis er unten am Boden ankommt? So, und wie kommen wir jetzt nach drüben? Haben Sie schon einmal von der Schicksalsfahrt gehört? Mia Maulwurf hat gesagt, das wäre das Beste von allen. Was genau ist diese Schicksalsfahrt denn? Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Bloß eine Fahrt mit der Seilrutsche über die Schlucht und runter zum tiefsten Punkt der Höhle. Es macht wirklich Spaß und ist natürlich auch völlig ungefährlich. Ich habe es wirklich nicht so mit Höhen. Gibt es nicht noch einen anderen Weg um... Wir sehen uns auf der anderen Seite! Wartet auf mich! Also, wenn das nicht der verrückteste Spaß der Welt ist, dann weiß ich wirklich nicht... Es war super klasse. Hat's dir auch Spaß gemacht, Papa? Ja, klar. Hier am tiefsten Punkt der Höhle ist unsere Wanderung zu Ende. Noch Fragen? Wie kommen wir wieder hinaus? Oh, gute Frage. Wir nehmen den Aufzug. Da wären wir. Wieder an der Erdoberfläche. Tageslicht. Wollen Sie ein Andenken kaufen? Guckt mal, da ist ein Bild von uns auf der Schicksalsfahrt. Papa, du siehst lustig aus. Hiermit werden Sie Ihre Schicksalsfahrt nie wieder vergessen. Na, schönen Dank auch. Peppa liebt Höhlenwanderungen. Alle lieben Höhlenwanderungen. Die Musikstunde. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder?
Heute wollen wir mal unsere Vorstellungskraft benutzen, um uns zur Musik zu bewegen. Oh. Woran müsst ihr denken, wenn ihr diese Musik hört? Ich muss dabei an Klavier denken. Okay. Ich denke bei der Musik an Musik. Ja, nutzt eure Fantasie. Was für Bilder fallen euch zu dieser Musik ein? Mir fällt zu der Musik ein blühender Kirschbaum ein. Er wiegt seine Zweige im Wind auf der Spitze eines Berges. Sehr schön, Luisa. Und jetzt stellt euch alle vor, dass ihr dieser prächtig blühende Kirschbaum seid. Ihr steht auf der Bergspitze, eure Äste wiegen sich im Wind. Ihr seid ein Baum. Eure Füße sind Wurzeln im Boden. Fühlt den Wind in euren Zweigen, spürt die Sonne auf euren Blättern. Ihr seid ein Baum. Das war gut, Kinder. Ich habe tolle Bäume auf Bergspitzen gesehen. Und jetzt hören wir uns mal diese Musik ihr an. Und welche Bilder fallen euch dazu ein? Denkt daran, eure Fantasie zu benutzen. Ich weiß es. Pedro? Ist die richtige Antwort ein Kirschbaum, der seine Zweige auf einer Bergspitze wiegt? Mhm, aber diese Musik war viel schneller, findest du nicht? Dann ein Kirschbaum, der seine Zweige schnell wiegt. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, danke. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, sing, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hört zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Oh. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Also ich fühle mich müde. Ist der Apparat etwa schon wieder kaputt gegangen? Oh nein, das ist Musik. Sie erinnert mich an einen herrlichen Garten, an einem heißen Sommertag, einen jungen Mann mit einem gebrochenen Herz. Können wir bitte wieder die Weltraummusik hören? Das war keine Musik, das war der kaputte Apparat. Gefällt euch diese Musik nicht? Nein. Madame Gazelle, können Sie den Apparat noch mal kaputt machen? Nein. Sieht so aus, als könnten eben nicht alle dieselben Dinge im Leben mögen. Also ich mag gerne Weltraummusik. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Schon gut, schon gut. Woran müsst ihr bei dieser Musik denken? Ich weiß es. Bei dieser Musik denke ich daran, in Matschepfützen rumzuhüpfen. Hier lang. Los, Alumina. Pitsche-patsche, mitsch-matsch, Matschepfützen. Plitsch-platsch, plitsch-platsch. Mit nem Pitsch-patsch hier und nem Pitsch-patsch da. Hier ein Pitsch, da ein Patsch, überall nur Pitsch-patsch. Pitsche-patsche, mitsch-matsch, Matschepfützen. Plitsch-platsch, plitsch-platsch. Peppa liebt es, sich zur Musik zu bewegen. Alle lieben es, sich zur Musik zu bewegen. Wendy Wolf hat Geburtstag. Heute feiert Wendy Wolf ihren Geburtstag und sie hat alle ihre Freunde eingeladen. Herzlichen Glückwunsch, Wendy! Dankeschön, ihr alle! Herr Wolf bläst für die Party Luftballons auf. Erst huste ich, dann puste ich und dann blase ich die Ballons auf. Ich liebe Luftballons! Ich auch! Und ich! Alle mögen Luftballons. Los, kommt, wir tanzen.
sie in die Luft. Das macht Spaß. Hier kommt Frau Wolf. Wer möchte Seifen blasen? Ich. Alles klar. Ich huste und ich puste und dann blas ich Seifenblasen. Ich liebe Seifenblasen. Sie sind ein bisschen wie Luftballons. Aber sie platzen, wenn man sie anfasst. Guck. Seht ihr, ich habe sie zerplatzt. Oh, alle Seifenblasen sind geplatzt. Wir machen einfach neue Seifenblasen. Wer will als erstes? Ich! Los geht's! Hurra! Seid ihr bereit? Sind wir, Frau Wolf! Erst müsst ihr husten. Hust! Und dann müsst ihr pusten. Hust! Und blasen. So viele Seifenblasen. Schöne Seifenblasen in der Nacht. Ah. Guckt mal, die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Man heult. Au! Warum tust du das? So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Wendy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au! Au! Wendy Wolf hat allen beigebracht, wie ein Wolf zu heulen. Au! Au! Wer war das denn? Ich war das nicht. Ich war das auch nicht. Es war keiner von uns. Au! Es muss ein wildes Tier sein. Ah! Au! Es ist Omi Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Wendy. Hallo, Omi. Und ihr müsst Wendys Freunde sein. Geht es euch allen gut? Hallo, Omi Wolf. Oh, du hast aber große Ohren, Omi Wolf. Die habe ich, damit ich euch besser hören kann. Du hast auch sehr große Augen, Omi Wolf. Oh, damit ich euch besser sehen kann. Und warum hast du so große Zähne? Damit ich besser essen kann. Nämlich Geburtstagskuchen. Hurra! Wendy, was ist da in der Mitte auf deinem Kuchen? Das ist ein kleines Haus, ganzer Stöckchen. Ah! Bläst du denn jetzt die Kerzen aus, Wendy? Ich huste und ich puste und ich blase die Kerzen aus. Du hast das Stöckchenhaus umgepustet. Oh, gut gemacht. Das ist mein Mädchen. Das war ganz einfach. Häuser aus Stöckchen sind leicht umzublasen. Ich vergesse es immer wieder. Woraus besteht Ihr Haus, Papa Wutz? Es ist aus Ziegelsteinen gebaut. Nicht aus Stroh? Aus Steinen. Oh, natürlich. Das war eine tolle Party, Wendy. Ja, das war der beste Geburtstag aller Zeiten. Au! Au! Herzlichen Glückwunsch, Wendy! Ein neuer Tag in Peppas Spielgruppe beginnt. Guten Morgen, liebe Kinder. Wo ist Madame Gazelle? Hier bin ich. Oh! Ich habe nur eine Maske getragen. Sie sehen ganz anders aus. Ja, und heute bastelt ihr euch alle eine Maske. Hurra! Da drüben sind Bastelscheren und buntes Papier, Buntstifte und Wasserfarben, Federn, Pfeifenputzer, Knöpfe, Pompons. Gibt es auch Glitzer? Kein Glitzer. Bitte, Madame Gazelle. Bitte, Madame Gazelle. Nein, ich bin froh, dass ich endlich die Glitzerreste vom letzten Mal beseitigt habe. So, fangt jetzt mit euren Masken an. Peppa verwendet farbiges Seidenpapier. Ich bastle mir eine pinke Schmetterlingsmaske. Klausi Kleff verwendet Knöpfe und Strohhalme. Ich bastle mir eine Robotermaske. Luzi Locke verwendet Federn. Ich bastle mir eine Zaubereulenmaske. Schuhu.
Ich bastel eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. Schorsch hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die Glitzer, ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Es ist Abholzeit. Alle Eltern kommen, um ihre Kinder einzusammeln. Oh, Glitzer! Oh, keine Panik! Bitte bleiben Sie ruhig. Wir hatten einen Glitzervorfall, aber wir haben ihn unter Kontrolle. Heute hat sich jedes Kind eine eigene Maske gebastelt. Ui. Oh, eigentlich bin ich gekommen, um Peppa und Schorsch abzuholen, aber ich kann sie hier nirgends entdecken. Ich bin ein schöner Schmetterling. Flatter, flatter, flatter. Entschuldigen Sie, Frau Schmetterling. Ich suche nach zwei kleinen Schweinchen. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Papa, ich hab dich reingelegt. Ich bin's. Peppa, so eine Überraschung. Aber wo hat sich Schorsch versteckt? Oh. Schorsch, da bist du. Ich dachte, du bist ein Dinosaurier. Madame Gazelle, ich kann Luisa und Linus nicht finden. Könnte ich stattdessen diese beiden Karotten mitnehmen? Blinde Mama, wir sind's. Oh, Luisa, Linus. Komm her, Pedro, wir gehen nach Hause. Ich bin gar nicht Pedro, ich bin doch Super Pony. Oh, kommt Super Pony denn mit mir nach Hause? Oder möchte Super Pony lieber hier übernachten? Ich komm lieber mit nach Hause, Mami. Ich glaube, das Maskenbasteln hat uns allen viel Freude bereitet. Wer sind denn Sie? Ich bin es, Madame Gazelle. Madame Gazelle liebt Masken. Alle lieben Masken. Es war einmal. Peppa und Schorsch schauen sich Märchenbücher an. Guck mal, Schorsch. Die Geschichten hier drin sind richtig spannend. Da sind drei Feen und drei Bären, die nicht aufhören können, Brei zu essen. Und ein böser Wolf, der die Großmutter schnappen will. Oh. Keine Sorge, Schorsch. Märchen haben eigentlich immer ein gutes Ende. Ich wünschte, wir wären in einer Märchengeschichte. Peppa, Schorsch, wir müssen jetzt los. Erleben wir jetzt eine Märchengeschichte? Ja, wir fahren zu Oma und Opa Wutz zum Mittagessen. Aber das ist nicht märchenhaft. Doch, es gibt Kartoffeln. Können wir dann unsere Bilderbücher im Auto anschauen? Wir nehmen gar nicht das Auto, Peppa. Wir wollen lieber zu Fuß gehen. Zu Fuß gehen? Den ganzen weiten Weg zum Haus von Oma und Opa? Ja, wir nehmen die Abkürzung durch den Park. Vielleicht leben dort ja auch Drachen und Feen. Davon weiß ich leider nichts. Es ist einfach ein schöner Spaziergang. Aber da ist gar nichts wie im Märchen. Vielleicht können wir ja etwas entdecken, wenn wir genau hinschauen. Familie Wutz ist im Park angekommen. Es fühlt sich aber gar nicht so an wie im Märchen. Ich weiß nicht genau. Ich fühle da etwas Märchenhaftes. Ja, dieser Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme.
Hallo zusammen. Das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittag essen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye-bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt, so mitten im tiefen Wald. Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Wow, das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Ja, mit dem kleinen Haus und den drei Stühlen. Und den drei Schüsseln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Peppa ist beim Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oma Wutz, wir sind da. Hallo. Oh, da ist Herr Wolf. Herr Wolf, was machen Sie hier? Ich kam gerade vorbei und wollte etwas essen. Hier gibt es immer so leckere Speisen. Ja, das Mittagessen ist soeben fertig geworden. Kommt herein. Hallo, Peppa. Hallo. Wendy ist auch bei Oma Wutz zum Mittag. Essen ist fertig. Hurra, Kartoffeln. Hoho, von Kartoffeln kann man wirklich niemals genug haben. Wendy, ich habe im Märchenwald ein richtiges Märchen erlebt. Oh, was ist denn ein Märchenwald? Da ist es so, als würde man in einem Märchen drin leben. Peppa liebt Märchen. Alle lieben Märchen.